Am Anfang war Finsternis. Dann kam das Licht und mit ihm der immerwährende Kampf. Leben gegen Tod, Hoffnung gegen Verzweiflung, Gut gegen Böse. Bis zu jener Vollmondnacht vor vielen, vielen Jahren. Eine Handvoll Gelehrter gelang es, alte Schriften zu entziffern, in denen von einem opferträchtigen Ritual die Rede war, mit dem es möglich sei, die Kraft des ewig Bösen für immer zu bannen. In jener Vollmondnacht versammelten sich die fünf Gelehrten in einer Lichtung in den tiefsten Tiefen eines Waldes, um dort den Frevler aller Frevler heraufzubeschwören, um ihn für immer in einem Buch mit sieben Siegeln zu bannen. Der Preis war hoch, doch das Ritual gelang. Das Böse wurde gebannt und die Menschheit gedieh von Stund an. Mit der Zeit jedoch geriet das Wissen um die Existenz des Buches in Vergessenheit. Und die Handlanger des Bösen erlangten aufs Neue immer mehr Macht. Doch das Buch blieb unauffindbar bis heute. Was ist das denn? Hey Männer, kommt mal her! Ja? Sie haben es gefunden. Ich werde alles Nötige in die Wege leiten.